Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Folge Tramsim. Ja, schön, dass du wieder da bist. Letzte Woche, davor die Woche sogar, gab's ein neues Update, welches wir uns hier mal angucken möchten. Denn ja, es gab jetzt natürlich ein bisschen viel mit OMSI zu tun in der letzten Woche. Denn OMSI London und neue Busse und so weiter und so fort war natürlich ein bisschen viel auf einmal. Deswegen konnten wir hier Tramsim leider nicht mit reinnehmen. Aber jetzt wollen wir uns natürlich das neue Future hier angucken, das natürlich immer mit dabei ist, denn das Ibis hat jetzt mehr Funktionen bekommen und wir können das Weichenstelleisen benutzen, schon bereits ab Level 2. Und das, wie gesagt, wollen wir uns heute mal in der Folge mal gemeinsam angucken. Dementsprechend, ja, starten wir hier am Schwedenplatz und fahren Richtung Praterplatz oder Praterallee. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn du dabei bist. In den letzten Wochen gab es kein Update. Man hat gesagt, man verschiebt das Ganze nochmal um eine Woche, denn da kommt nämlich das große Weihnachtsupdate. Großartig, freue ich mich mega drauf. Dementsprechend, lasst uns nochmal das Ganze hier schnell nochmal nachholen, damit wir das Ganze hier dementsprechend auch ein Häkchen hintersetzen können. Von daher, ihr seht es wieder, es ist das ganz normale Polizei-Repaint. Ich muss das Ganze mal wieder mal ein bisschen ändern. Vielleicht, vielleicht finde ich jetzt hier auch mal ein neues Repaint, dass wir uns mal hier mal ein anderes hier angucken können. Weil ständig hier mit der Polizei rumzufahren, ist natürlich nicht so geil. Okay, los geht's. Ich würde sagen, wir springen mal rein und schauen uns mal das Ganze mal ein bisschen an. Denn hier hinten haben wir nämlich das Weichenstelleisen. Ja, wenn ihr natürlich aufsteht, dann müsst ihr da rangehen. Und wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns jetzt natürlich hier auch in der Folge an. Da werden wir mal eine kurze Drehung machen und das Ganze hier nochmal ein bisschen zurückfahren. Ja, Ibis, soweit, so gut. Da haben wir jetzt hier nämlich noch eine neue Funktion mit dazu bekommen. Wenn ihr da ein bisschen näher ranzoomt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch unschwer schön sehen. Und hier kann man dann zum Beispiel sagen: Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Ja, also das ist jetzt ja auch mit da drin, falls wieder mal Fahrgäste der Meinung sind, sie müssen einfach mal wieder da doof rumstehen. Ja, oder diese hier. Liebe Fahrgäste, tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz in U-Bahn-Stationen sowie in Fahrzeugen. Genau. Also auch da haben wir jetzt wieder neue Funktionen. Wir können jetzt hier das Ziel nochmal einstellen, wenn wir das Ganze möchten. Ja, also Prater, Hauptallee, können wir das Ganze dann hier noch so ein bisschen rumschalten. Irgendwo geht das? Ah ja, hier genau. Ne, da könnt ihr jetzt hier das Ganze dementsprechend auch nochmal einstellen. Mit der Eingabe bestätigt ihr das Ganze und dann geht's halt weiter. Sonst, ja, Volume hat noch keine Funktion löschen, klar, das ist halt auch drin, fertig, Ansage, Video, das haben wir hier auch noch nichts drin, das Ziel, achso, ist ja das gleiche, also das ist ja jetzt gerade das, was wir gemacht haben, und sonst, ja, war es das hier, glaube ich, weiß nicht, was wir hiermit machen können, innen und außen, das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Ansage, ah, okay, spuren wir vor, wa? Genau, jetzt können wir hier das Ganze auch nochmal zurückschalten. So, aber ich sehe gerade, können wir das jetzt Ganze jetzt hier nochmal ansagen? Naja. Stefan Fadingerplatz. Also auch hier, ne? Das funktioniert. So. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Nicht ganz. Prater Hauptallee, genau, da geht es jetzt nämlich lang. So, und ich würde mal sagen, wir werden jetzt mal ein Stück fahren und dementsprechend, jetzt ist die Tür zu, so, jetzt passt. So, los geht's. Also wie gesagt, auch hier neue Funktionen mit dabei. Man hatte das Ganze ja am Anfang ein bisschen bemängelt, dass man halt mit dem Ibis kaum irgendwas machen kann. Aber jetzt, wie gesagt, ist es mit dabei. Wintenstraße. So, gut, weiter. Natürlich hier mal ein bisschen aufpassen hier, auf die ganzen Weichen hier, damit wir hier nicht so rüber poltern. Und dann können wir anhalten. Und die Türen öffnen.
Nur Fahrgäste steigen auch ein. Auch da gab es natürlich wieder einige Verbesserungen. Man hat sich auch nochmal die ganzen Ampelschaltungen nochmal vorgenommen, KI-Verkehr und so weiter und so fort. Ne, also da gab es schon einiges, was man hier auf jeden Fall gemacht hat in dem neuen Update. Aber was so das große Update auf jeden Fall beinhaltet, ist natürlich kein dynamisches Wetter. Was heißt natürlich, das soll dann wohl nächstes Jahr kommen, aber man baut hier das Wintersetting ein. Dementsprechend dürfte denn hier zukünftig dann auch erstmal alles weiß sein, wenn wir jetzt natürlich im Winter fahren. Und das ist eine relativ coole Sache. Da ist man schon wieder mal einen Schritt weiter als wie bei Lotus. Ja. Andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Denn Lotus hat das ja aktuell noch gar nicht drin. Ne? So, ich würde mal sagen, können jetzt ja mal hier das Weichenstelleisen mal benutzen. Ihr könnt natürlich das Ganze hier auch dementsprechend über das Ibis-Gerät steuern, dass ihr da zum Beispiel die Weichen euch da einstellt. Aber wie gesagt, wir wollen uns mal heute angucken, wie es mit dem Weichenstelleisen funktioniert. Es soll aber noch nicht überall funktionieren, hat man schon gesagt. Ja, also von daher, nur dass ihr das schon mal Bescheid wisst. So, genau, gehen wir jetzt hier hin, stecken das Ganze jetzt hier rein. So, seht ihr, klack. Und wir würden jetzt geradeaus weiterfahren. Dementsprechend wollen wir das Ganze jetzt nach rechts schalten. Das Weichen befindet sich noch, okay. So, und ihr seht, zack, jetzt haben wir das Ganze gestellt und können das Ganze jetzt dementsprechend halt wieder rausnehmen. Und ja, könnt es natürlich auch wieder rückgängig machen. So, jetzt ist allerdings die Frage, wie war das Ganze? Achso, das war hier, genau. Und einfach dann hier nochmal auf die Weiche davor und dann könnt ihr das Ganze dann dementsprechend wieder abnehmen. Ihr seht auch, ne, er hat jetzt nach rechts, ne, das Ganze gedreht. Dementsprechend räumt ihr das Ganze dann wieder hier hinten rein, schließt ihr eure Tür und dann geht's dementsprechend jetzt auch weiter. So. Seht ihr? Und schon können wir hier natürlich rechts rumfahren. Aber wie gesagt, das funktioniert aber jetzt auch, wenn ihr das Ganze über das Ibis, könnt ihr das Ganze dementsprechend auch noch einstellen. So, wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, weil wir jetzt, fahren wir ja nicht mehr, weiter Richtung Prater, jetzt könnten wir hier zum Beispiel sagen, das Ziel dementsprechend ist jetzt natürlich ein anderes. Und hier könnte man zum Beispiel dann sagen, es ist denn jetzt Richtung der Fahrlinger Platz, genau. Und dann sollte das Ganze jetzt hier dementsprechend auch passen. Genau, jetzt seht ihr, jetzt sind wir auf der Linie 1 Richtung Karlsplatz. Ja, und das ist wie gesagt eines der neuen Futures, die jetzt hier mit in Tramse mit dazugekommen sind. War natürlich ein Future, was natürlich sich viele gewünscht haben. Finden wir sehr, sehr löblich. Auch natürlich, dass man hier so ein bisschen scheinbar gehört hat, denn Level 3 ist natürlich schon ein weites Stück, ja. So Level 2 ist man da der Community ein bisschen entgegengekommen mit dem Weichenstelleisen, dass man das dort jetzt auch benutzen kann. Also finde ich persönlich die richtige Entscheidung. Ich habe ja euch ja gesagt gehabt, was ich davon halte, dass man hier so wichtige Futures so per Level-System und sowas alles dann immer freischaltet, finde ich persönlich ist keine gute Sache, ne, weil man hier künstlich versucht, das Spiel halt ja, in die Länge zu ziehen, obwohl es halt nicht gerade viel bietet halt, ja. Und von daher ist es eigentlich schon schön, dass man hier so ein bisschen gehört hat und gesagt hat, so passt auf, dann machen wir das Ganze jetzt ab Level 2. Level 2 ist schnell erreicht, wenn du da ein paar Mal hin und her fährst, dann solltest du das Ganze auch schon drauf haben und dann kannst du das Ganze auch dann benutzen. So, genau, wir fahren jetzt hier einfach geradeaus weiter. Fahrgäste steigen auch weiterhin ein. Ja, also ist jetzt nicht so, dass die Fahrgäste jetzt vor der Tram stehen bleiben, sondern die steigen jetzt auch wirklich ein. Somit könnt ihr jetzt dementsprechend auch Kurzläufer fahren und sonstiges. Und das ist schon, wie gesagt, ein sehr, sehr nettes Future, welches jetzt mit dabei ist. So, Ding. Und den angefordert, aber nach links. Jetzt müssen wir mal aufpassen, nicht, dass wir jetzt hier wieder nach links fahren. Nö, wir können eigentlich geradeaus fahren, aber müssen natürlich warten, bis unseres kommt hier. Können ja nicht einfach geradeaus fahren, wenn es nach links geht. Wir müssen natürlich schon realistisch bleiben hier.
Da stehen auch noch Leute wahrscheinlich, die mitwollen. So, und jetzt dürften wir, wenn jetzt natürlich nicht. Mademoiselle, jetzt hier über die Straße. Hallo, was ist los mit dir? Steht sie mir hier einfach vorm Zug, ja. Ich habe jetzt die Klingel gesucht gehabt, aber auf die Schnelle mal wieder nicht gefunden, ja, so wie es halt immer ist. Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Ihr müsst das natürlich jetzt richtig einstellen, das Ibis, ja, weil ich glaube, wir sind jetzt nicht Wittelsbach. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste die Haltestelle jetzt anders heißen. Genau, das ist nämlich jetzt der Jakob-Platz hier, den wir jetzt haben. Und dementsprechend müssten wir jetzt gucken. Da ist er. Na, hier ist er. So, achso. Vielleicht noch die Türen aufmachen. Umsteigen zu 2. Wunderschön. Und jetzt aus lauter Langeweile. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. So, muss man jetzt ein bisschen langsamer hier rüber. Jetzt könnt ihr zum Beispiel hier auch das Ganze jetzt hier einstellen. Hätten wir zum Beispiel das rechte Gleis jetzt benutzen können. Und so weiter und so fort. Also das Spielzeug funktioniert. So, wir müssen jetzt allerdings... Julius Rabplatz. Naja, das ist falsch. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1. U4. 2. 2A. So, und in... Liebe Fahrgäste, bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz in U-Bahn-Stationen sowie in Fahrzeugen. Ja, das ist wie gesagt, also das Update vom Schwedenplatz gestartet, mal schnell gedreht, wieder zurück zum Schwedenplatz. Das, wie gesagt, ist eine coole Funktion, die jetzt halt wirklich mit dabei ist. Im nächsten Update, welches jetzt, also jetzt diese Woche jetzt erscheinen soll, so wie man es auf jeden Fall jetzt gelesen hat, soll es so sein, dass ja in diesem Update dann das große Weihnachtsupdate kommt, ob da natürlich noch soweit anderer neuer Content mit dabei ist, hat man jetzt nicht gesagt. Es gab jetzt auch wieder eine neue so Death Diary, nenne ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen, ja, wo die Entwickler von View Apps sich mal ein bisschen unterhalten haben, was jetzt so geplant ist als neueste Futures und so weiter und so fort. Also da auch könnt ihr gerne mal reingucken. Und falls euch das Ganze interessiert, bei uns auf dem Discord gibt es sogar einen eigenen Channel dafür, Tramsim. Dort findet ihr up-to-date immer die neuesten News und sowas. Also auch dort mal reingucken. Und wenn wir es dann natürlich nicht schon in den ÖPNV-News mit drin hatten, dann ist es dort ebenfalls auch mit dabei. Also wie gesagt, Informationsquellen seid ihr hier an der richtigen Stelle, wenn es natürlich Neuigkeiten hier rund um Tramsim gibt. Dementsprechend, ja, sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende dieser Folge schon wieder angekommen hier in Tramsim. Soweit, so gut. Wie gesagt, Tramsim entwickelt sich in die richtige Richtung. Andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Genau, vielleicht brauchen sie den. Ja. Das So, genau. Also wie gesagt, das ist das neue Update. Wird es jetzt vor, ja, ich würde sagen, fast 2 Wochen erschienen ist. Es tut mir leid, aber wie gesagt, so ist es.
Und dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann zum nächsten großen Update, denn hier wieder Wintermodus, denn in Tramsim könnte auf jeden Fall mega spannend werden. Mal gucken, ob sie da auch was an der Physik gemacht haben, denn Schnee und Schienen und Frieren und Kälte und so könnte ein bisschen rutschig werden. Dementsprechend bin ich mal gespannt, ob sie das Ganze dann hier auch mit eingebaut haben. Ich verabschiede mich, ihr Lieben, bedanke mich, dass du dabei warst und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.